Die Oldtimer-Tage in Mühlengeetz präsentierten eine Kombination aus Oldtimer-Treffen, Ersatzteilmarkt und verschiedenen Programm-Highlights. Nicht nur Oldtimer gab es auf dem Gelände zu besichtigen. Die Band Jackbeat unterhielt die Besucher mit beliebten Oldie-Hits. Ich habe hier ein XJS Cabrio aus 1996 und ich bin hier mit meiner Frau. Sie hat einen Rover, der P6 Limousine, und das ist von 72. Aus Kurzentrechow, das liegt bei Bützow. Das ist ein DKW F8, Baujahr 1940. Und das ist ein Schweizer Modell und da wurden 500 Stück von hergestellt. Ja, die Maschine, ja, das ist eine normale Touren-AWO, Baujahr 58. Mit einem Stoje, SL, auch Baujahr 58. Das wurde mal zur DDR-Zeit als komplettes Gespann verkauft. Also ist auch so, ich habe Originalpapiere und da ist das auch noch eingetragen. Eine M72 Oral, eine 57er, ja, mit Seitenwagen. Ja, Baujahr 58. Und ich habe eine AWO, das ist Baujahr 54. Das ist die hier vorne. Ja, ich komme aus Lüssow, das ist bei Güstrow. Und mein Traktor ist ein Deutz, ein D40 1S. Und der ist Baujahr 1964 und ist 2016 neu aufgebaut worden. Ja, also wir veranstalten hier in Mühlengeetz die Oldtimer-Tage heute und morgen. Die Veranstaltung findet zum 6. Mal schon statt. Wir haben ein großes Event, also ein Familienevent draus gemacht. Es sind Oldtimer da, ganz viele. Also wir haben in den letzten Jahren immer über 1000 Oldtimer am Start gehabt insgesamt. Heute sind schon über 600 hier, allein am Samstag. Das ist natürlich super. Wir haben die Sonderschau Tuner in diesem Jahr erstmals mit am Start. Die finden auch statt. Wir haben ein ganz buntes Programm gestrickt, das für alle was dabei ist. Es gibt für Kinder was. Da gibt es eine kleine Kinderwerkstatt. Die können sich da schon mal so ein bisschen ausprobieren. Und im großen Vorführring haben wir auch wieder die Motocross und die Freestyle Show. Das ist ja auch immer ein super Highlight. Ansonsten sind hier die Feuerwehren, die Bundeswehr. Also wir haben wirklich vom Moped bis zum großen LKW bis zur historischen Landmaschine alles mit am Start. Und deswegen sagen wir, es ist halt ein Event für alle. Bei bestem Wetter schlenderten Nostalgieinteressierte über das Gelände. Einige Fragen wurden an Oldtimer-Besitzer gerichtet und zahlreiche Modelle wurden bestaunt. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des Messegeländes MAZ entwickelt. Im kommenden Jahr finden die Oldtimer-Tage vom 10.05. bis 11.05. in Mühlengeetz statt.